So, hallo und herzlich willkommen zurück in Gothic 1. Ja, da bin ich wieder und da sind wir gemeinsam wieder hier. Letzte Aufnahme ist ein bisschen lange her. Ja gut, hatte sehr viele Gründe. Mein Internet funktioniert nicht, funktioniert immer noch nicht wirklich. Sporadische Störungen und ja, die Techniker bei der Telekom sind wirklich inkompetent. Heute war ein Techniker da und der wollte das lösen. Na, wollte lösen ist ja falsch benannt, weil im Grunde genommen wollte er es nicht lösen, hatte ich den Anschein. Na gut. Also Probleme mit dem Internet. Ja, und dann hat man sich halt derweil halt sehr viel geärgert und dann habe ich das auch so ein bisschen hängen lassen. Aber egal, es geht ja weiter. Ich glaube, wir sind hier gerade erst wieder ins neue Lager gegangen, um zu schauen, ob wir hier irgendwie Bericht erstatten können. Also sprich, wir waren ja bei den im Sumpflager und da war es ja so, dass ja der Obermacker, der Guru halt, nicht nur der Guru, sondern der Guru der Gurus so gesehen, gesagt hat, ja hier, ne? Ich möchte jetzt, dass ihr Minecrawler-Sekret, ja, Sekret der Minecrawler, wir haben die Quest, für mich suchst. Weil er da irgendwie, was weiß ich, den Schläfer herbeibeschwören kann, was weiß ich. Oder für den Fokusstein. Ich weiß es nicht mehr genau. Und ich hatte einfach die Hoffnung oder so den Hintergedanken, dass man das doch Lester. Heißt er Lester? Nee. Sag schnell. Laris sagen kann. Und wir gucken jetzt einfach mal, was er zu melden hat. Vielleicht habe ich ja recht. Hallo. Hä? Ich habe Diego die Liste übergeben? Das habe ich doch schon lange gemacht. Ich habe Diego die Liste übergeben. Gut. Ich habe bereits Leute auf dem Weg zur alten Mine postiert. In diesem Moment liegen Toros Gardisten schon tot im Wald. Oh. Hatten wir das nicht schon? Sie haben den Konvoi schon überfallen? Was ist mein Anteil bei der Sache? Sie haben den Konvoi schon überfallen? Was ist mein Anteil bei der Sache? Geh zu Gorn. Er wird dir etwas geben. Ich kenne Gorn. Er ist kein Mitglied der Bande. Er ist ein Söldner der Magier. Ja, das ist richtig. War er an der Sache beteiligt? Es ist nicht gut für dich, wenn du zu viel weißt. Geh einfach zu ihm und hol dir deinen Anteil ab. Ich bin ein bisschen confused gerade. Einen Moment. Ich muss mal gucken, wie viele Lernpunkte wir jetzt haben. 21. Was kann er uns denn nochmal beibringen? Spring hier nicht auf den Tisch rum, Digga. Sondern sag uns Hallo. mal, was kannst du mir Ich will beibringen? mich verbessern. Geschick, ich glaube, Geschick brauchen wir jetzt nicht. Stärke auch nicht. Waffentechnisch sieht's gut aus. Bam, 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 bam. Okay, ja, dann holen wir uns doch mal die Belohnung von Gorn ab, ne? Jetzt sollen wir schon mit den Söldnern hier sprechen. Vielleicht kriegen wir eine neue Rüstung. Das ist so das, was ich mir erhoffe oder auch, ja, was ich für realistisch halte. Dass wir das kriegen. Hier müsste Gorn irgendwo tümmeln. Hey du! Raus hier! Da hast du noch mal Glück Ja, gehabt. ist klar. So, Gorn. So, vor der Türschwelle. Hallo. Ja, moin. Zwar sehe ich dich nicht, aber wie kommt es, dass du dich an einem Überfall der Bande beteiligt hast? Wie kommt es, dass du dich an einem Überfall der Bande beteiligt hast? Wer sagt, dass es so war? Warum hast du sonst so viel von dem Zeug? Denk bloß nicht, dass das alles von einem Fischzug kommt. Du beteiligst dich regelmäßig an den Überfällen? Wenn es so wäre, könnte ich es dir nicht sagen. Lee sieht sowas nämlich gar nicht gerne. Verstehe. Bis später. Okay, wir haben auf jeden Fall was gekriegt. Ist es Sumpfkraut?
gehe davon aus. Nahrung. Nee, Sumpfkraut ist wohl keine Nahrung, oder? Hätte mich gewundert. Verschiedenes. Jo, okay. Na, Sumpfkraut-technisch hat sich nicht viel geändert. Auf jeden Fall haben wir irgendwas gekriegt und ich dachte, das mit dem Überfall wäre doch schon lange Geschichte gewesen. Ja. Ich speichere hier mal. So, okay. Wir müssen ja noch Shrike auf die Fresse hauen. Wegen der Hütte. Hallo. Oh, nicht küssen, bitte. So. Oh, er ist so stark. Oh, ich hab ihn. Puh. Was? Wie viel hat der denn dabei? Uhuhu. Jackpot, würde ich sagen. Ja, das ist ja meine Truhe. Da ist nichts drin. So, jetzt steh auf, du Lümmel. Das ist jetzt meine Hut. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Komm, Alter, er legt sich wieder in mein Bett, Junge. Ich hab dich doch vermöbelt. Hey, du! Ich glaube, die Quest ist buggy. Wir schlafen jetzt einfach mal. Aus Protest. In unserem eigenen, selbst erkämpften Bett. Hey, du! Verzeiht. So. Das haben wir uns verdient. Das haben wir uns verdient, Leute. Ja, ja, ja. So wie letztes Mal, ne? Gut. Was ist jetzt der Plan? Wolf. Heißt der Wolf? Der konnte doch Bogenschießen lernen, richtig? Kann schon sein. Komm ich jetzt vielleicht auch in die Burg rein? Okay, erstmal Wolf. Hallo? Hallo? Wer bist du? Ich kenne dich doch. Wie komme ich an Felle und heute? Wie komme ich an Felle und heute? Auf dem Weg zum neuen Lager findest du Eider. Er kann dir beibringen, wie du Tieren das Fell abziehst. Redford und Drax treiben sich nördlich vom alten Lager rum. Auf dem Weg zu... Ja, bla bla. Okay. Handelst du noch mit was anderem? Ich kauf... Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Wow, aber ich muss echt sagen, wir haben ganz schön viel Plunder jetzt auch. Ich meine, Flügel, wann brauche ich die, ne? Können wir doch einfach mal schön als Trophäe abgeben hier. Zack, dann nehme ich mal gleich sein ganzes Erz mit. Lurkerklaue. Wir müssen noch den Dammlurker töten, ne? Der ist ja gleich um die Ecke. Holzfell. Zähne. Nee, du kannst nie allem glauben, was man hört. Genau, Mann. So. Ein bisschen Sumpfkraut kann ich ihm auch anbieten. Hervorragend. So, dann mal Abfahrt. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Ja, sehr pessimistisch. So. Hätte ich vielleicht meinen 6-jährigen Kindern gesagt. So. Erstmal abwarten. Das müsste doch stimmen, oder? Wenn ich die Zahlen richtig lesen kann gerade. Jo. Okay. So, Wolf war aber nicht der, der uns das beibringen kann. Oder wir haben alles gelernt von ihm, das kann auch sein. Batsch, ne, Batsch ist der Frechdachs, ne? Der Frechdachs. Alles klar bei dir? Jo, schon. Können wir ein bisschen braten? Ich meine schon. Ja, ich sehe nichts. Gut. Wedge. Hi ho, Kumpel. Ah ja. Was kannst du mir beibringen? Kommt drauf an.
Was willst du wissen? Taschendiebstahl, Schlösser knacken. Akrobatik wollte ich doch lernen. Der Typ war doch hier oben, oder? Ich kann mich ziemlich gut. Ja. An der Geschichte muss wohl doch was dran sein. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Früher wäre das ganz anders. Hallo. Solange ich damit nichts zu tun habe... Kannst du mir helfen? Nö, ich brauche keine Hilfe. Lass uns... Quatsch. Oder ist es doch der Akrobat hier, der da gerade war? Oh. 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 Ja, erstmal an die Sprungmechanics hier. Also ich weiß nicht, ob man die hier einstudieren kann. Ja, doch. Eigentlich schon. Doch, ich glaube, das ist der Akrobat hier, Basta. Aber mal's für dich. Hallo. Ich kann dir die hohe Kunst der Körperbeherrschung zeigen. Tatsächlich. Akrobatik. Dann mal Abfahrt. Wenn du deinen Körper beherrschst, bist du in der Lage, viel weiter zu springen. Du lernst, dich richtig abzurollen und aus dem Fall heraus richtig zu landen. Aber denk daran, du bist nicht unsterblich. Auch im Kampf ist Akrobatik sehr hilfreich. Du kannst deinen Abstand zum Gegner sehr schnell verändern. Viel Glück! Das wollte ich hören. Das wollte ich hören, Leute. So, also. Hör nicht mehr auf das Gefase. Jawohl, okay. Zweimal Alt drücken, oder wie? Nee, Alt gedrückt und dann nach vorne. Ja. Das sieht sehr gut aus. So, was hat denn Roscoe zu melden? Hallo! Hallo. Hallo, hallo. Wollen wir nochmal bei Laris vorbeischauen? Vielleicht sagt er jetzt was. Hallo! Ah. Verbessern müssen wir uns erstmal nicht. Schlösser öffnen, lohnt sich das? Ja, nein, vielleicht. Bla. So, erstmal den Lurker klatschen. Den Lurker müssen wir jetzt eigentlich kriegen. Einfach aus dem Grund. Weil wir davor schon Lurker getötet haben. Ganz, ganz logisch, oder? Das wollen wir mal sagen. Dann müsste hier irgendwo den Felsen tümmeln. Da ist er doch. Und dann haben wir auch eine Quest absolviert. Ja. Sind wir jetzt eigentlich Kurier? Dürfen wir jetzt in die Burg oder nicht? Oh mein Gott, der ist ja richtig easy. Ich glaube, also mit dem Bogen könnte ich auch Lefty locker fertig machen. Ganz locker geschmeidig. Würden wir ihn dann bloß töten? Wir hatten ja schon mal das Problem. Ja. Geben wir mal die Quest ab erstmal. Wegen dem Dammlurker. Und dann schauen wir nochmal, ob wir wirklich Lefty bekämpfen wollen. Ich glaube, Shrike ist nämlich halt schon eine Nudel gewesen im Vergleich zu Lefty. Homer, du warst das. Hallo. Ich habe das Biest erledigt. Gut. Ich habe schon zusammen mit einigen von Reislords Leuten die Schäden behoben, die es bisher angerichtet hat. Jetzt kann ich mich endlich mal wieder in Ruhe schlafen legen. In Ruhe schlafen legen, ja. Das gefällt dem Homer. Würde auch eigentlich der Figur in The Simpsons passt das eigentlich auch ganz gut. Der ist ja auch so ein gemütlicher.
Hey du! Oh mein Gott. Ich habe dir doch gesagt, du sollst den Bauern Wasser bringen. Ich mag... Ja. Ein Kampf! Der hat... Oh mein Gott. Ganz ruhig. Alles in Ordnung. Ganz ruhig. Willst du mich verarschen? Selbst schuld. Willst du mich verarschen? Willst du... Du stehlst mir jetzt auch noch 1094 Erz, weil ich jemanden besiegt habe, der mich angegriffen hat? Wollt ihr mich veräppeln? Ich lade das Spiel neu. Nö. Das ist Protest. Haben wir Shrike schon besiegt? Nein. Alter, war das knapp. Aber warum hat denn uns der Reislord angegriffen, bitteschön? Hey du, verzeih dich. Ja. Das verstehe ich nicht. Aber ich hätte dir auch gerne die Fresse poliert. Das verstehe ich wirklich nicht. Waren wir schon bei Gorn? Kann ich da mal vorbei? Nein, kannst du nicht. Lass uns lieber über was anderes reden. Mein Gott, ey. Kann ich da mal vorbei? Bis später. Aber behalt's für dich, ich muss nicht gleich wieder wissen. Ey, da greift uns der Typ einfach an. Haben wir jetzt immer noch den ganzen Crap, die Trophäen und alles? Ja, okay. Okay, okay, okay. Das verkaufen wir einfach später wieder nochmal. Jetzt erstmal Akrobatik lernen und den Dammlöcker töten auf jeden Fall. Hallo. Ich kann dir... Das ist schon sehr unfair gewesen, der Fight. 2 gegen 1. Und ich will nicht nochmal das gleiche machen. Also, weil es kann wieder sein, dass wir halt verraten werden, ja. Oder war das, weil ich ihn bestohlen habe? Zählt das als Diebstahl? Ich meine, er hat mich ja auch bestohlen, nachdem er mich kaputt gehauen hat. 1094 Erz. Ey, ehrlich mal. Oh, der Dammlöcker. Hauen wir kaputt. Oh, was geht eigentlich in der Kneipe so? Vielleicht auch mal gucken. Vielleicht hat Mordrock was zu melden. So, jetzt komm her. Mach ich den Two-Shot oder Three-Shot? Ha? Three-Shot. Der erste Schuss war, glaube ich, ein kritischer. Was war eigentlich denn, Wir waren noch nicht da ganz oben, ne? Wo diese Scavenger waren. Ja. Okay. Aber gut, ich mache hier erstmal einen Cut. Und der Rest folgt dann in der nächsten Folge. Tschüss und bis dahin.